Also ich bin die Amanda, bin 11 Jahre alt und das ist der Dennis, das ist mein Bruder. Ja, ich bin der Dennis und werde jetzt 14. Achso, also ich bin Carla, bin 11 Jahre alt. Ja. 11? Ich bin Naomi, ja. Bin 8 Jahre alt. Ey, wo sind wir? Bielefeld. Ach, das war mir auch klar. Dann zeigen die mir. Meine Hobbys sind Sport, also Leichtathletik, Fußball, Reiter und ja, Sport. Shoppen und mich mit Freunden treffen. Ja. Also hobbymäßig mache ich im Moment Tauchen, jetzt neu angefangen, Cello spielen und Schlagzeug. Ich gucke am liebsten Filme mit Kindern wie Die 5 Freunde oder so. Mit 6 Jahren habe ich erfahren, dass ich positiv bin. Und da gehe ich auch nicht so hinterher und frage, wann wir das erfahren haben und so. Das ist eher außen, finde ich. Also es interessiert mich nicht so. Also ich finde es gut, dass die Mama uns das gesagt hat. Also als wir es verstanden haben, als wir alt genug waren und es nicht verheimlicht hat. Also ich glaube, jetzt wäre ich schon sauer, dass ich das noch nicht wüsste, aber ich weiß es ja. Ich habe mitgekriegt, dass meine Mama positiv ist. Also da kam ein Bericht im Fernsehen und dann über halt AIDS und HIV und so. Und da hat man mir erzählt, dass das meine Mama auch hat. Aber war nicht so schlimm für mich. Also eigentlich gar nicht. Mama darf alles essen, aber sie isst nicht alles. Und sie nennt das Fresszellen. Also ich denke, dass der Virus... Oder kannst du mir vorstellen, dass der Virus aussieht wie so kleine einzelne Zellen? Keine Ahnung. Ich male die Fresszellen, die meine Mama hat, wie ich sie mir vorstelle. Wenn Mama keine Medikamente nehmen würde, würden die sich vermehren und vermehren. Wenn nur noch eine da ist, dann ruft die die anderen. Und man weiß dann nicht, wo die herkommen. Mama hat mir erzählt, dass sie da was wegfressen, wenn man sie keine Medikamente nimmt. Ich glaube, dass da keine sind, weil es Mama so gut geht. Und wenn da welche wären, glaube ich, dass da nur 10 sind. Und ich glaube, dass die alle gleich aussehen. Ich würde die verprügeln. Ich würde dem erst in den Bauch treten, weil ich weiß, wie doll das wehtut. Und danach würde ich ihn ins Gesicht schlagen, weil das auch weh tut. Auf die Nase würde ich ihn hauen. Also wir untereinander gehen da jetzt so mit um, dass wir damit leben müssen, weil wir daran nichts ändern können, dass wir positiv sind. Die Erfahrung haben Freunde von mir auch schon gemacht, dass die, sag ich jetzt mal, dass ein Freund erzählt haben und der dann, oh, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben oder sowas halt. Aber das habe ich jetzt noch nicht gehabt. Wenn manche Eltern denken dann, dass man da irgendwie, dass die da Angst haben und, um ihre Kinder oder so. Und das Verhalten von deiner Eltern ist irgendwie blöd. Ich erzähle das allen und bis jetzt haben alle gesagt, ja, in Ordnung. Ja. Ich werde auch in der Schule wie alle anderen Freunde behandelt. Man redet mit mir, man, ja,
wie andere Freunde halt. Wir machen Blödsinn, wir machen Quatsch. Erst wollte ich Tierärztin werden, aber das kriege ich nicht auf die Reihe, wenn ich die Tiere dann operieren muss. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Ich kann ja noch nicht mal Blut sehen. Ich habe keine Ahnung. Was? Achso. Also, ja, ist Modedesignerin, irgendwie Schauspielerin oder so. Oder Friseur. Und oder irgendwas mit Sport, also Leichtathletik. Ich wollte erst Polizist werden. Ja. Dann wollte ich mal Gärtner werden, also es wechselt. Im Moment weiß ich nicht. Süß. Tuning-Werkstatt. Ich hoffe, dass die Wissenschaft jetzt, sag ich mal, so weit geht, dass ich zum Beispiel jetzt nur noch morgens eine Tablette nehmen muss, wo, sag ich jetzt mal, alles drin ist. Also, ich würde mir wünschen, also für meine Mama jetzt, dass die nicht mehr den Virus hat. Also so, ja. Ich möchte mal nach Afrika. Ich habe auch eine Afrika-Spardose. Da spare ich. Ein Ticket habe ich schon zusammen. Aber ich brauche zwei. Mama soll mitkommen.